Hallo und herzlich willkommen wieder bei den APK Gaming Pros. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt oder auch zufällig hier gelandet seid. Wie auch immer, ihr seht hier kommentierte Spielszenen von mir, dem Kevin. Und ja. Der Alex ist auch dabei, ne? Mit Und irgendeinem Bullshit. ja, und der Alex sitzt neben mir und kommentiert ab und zu mal mit rein. Ich schrei einfach rein. Ja, er schreit rein. Du brauchst nicht alles zu wiederholen, ich sag, das hat man schon. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch, doch, doch. Alles ausgelöst. Ja. Wie auch immer, ich bin hier schon auf dem Weg mit dem werten Kollegen Trevor. Jo! Und dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal schöne Missionsziel klar, ne? Wir müssen uns da mal was klären hier in der City. Motherfucker. Was ist dieses HS? Ach stimmt, HS, diese für die. Warte mal, was wollte der Mann? Der wollte doch hier diese Merryweather überfallen, ne? Dazu Ja, gab es die, Franklin. ja, dazu gab es die Vorbereitungsmission, sprich Sachen besorgen. Ich denke mal, das war das U-Boot. Jo, dann machen wir uns mal auf den Weg und besorgen uns das U-Boot, nicht, Kollegen, nicht? Nicht du, Mensch, du, hm? Ja, geil. Ja, geil. 4 Kilometer? Das finde ich auch geil, dass er das irgendwie anzeigt. Wieso unrealistisch? Ich verstehe Ironie noch Ist nicht. so gefeiert, ist es doch normal, dass ein Navi auch die Distanz anzeigt. Ja, aber nicht in GTA, da gab es noch nie Navi. Ja, doch so Wegpunktmarkierung gab es schon, aber dieses Mitgezähle, wie viel Kilometer. So, ja, keine Ahnung. Oder ich bin gerade extrem hängen geblieben und es gab es doch, aber ich. Einfach im Kommentar schreiben. Ja. Zwei Kommentare. Einfach hängen geblieben. Hashtag Alex. Ja, Hashtag BR. Okay, sehr schön. Jo, dann cruisen wir durch die City, Motherfucker. Machen den Leuten ein bisschen Angst. Ich hasse das immer so, nach Weg zu fahren. Keine Ahnung, ich mag das nicht. Ja, eben, ich fahre immer kariert durch die City, keine Ahnung. Und ich merke, dass ich gerade hier wieder viel zu oft City sag. City, City. City, du versuchst halt mit diesem Wort cool zu werden. Ja, ich versuche diesen Stil rüberzubringen, diesen schwarzen amerikanischen. Oh, Wortwitz, Wortwitz, reißt du deine Weiber auf? Mit dem Kühlergrill meinst du jetzt, ne? Ja. Ah, dafür hupe ich noch mal ein paar Mal, ne? Das ist ja hier. Man soll den Leuten ja auch eine faire Chance einräumen. Komischerweise. Oh nein. Ja, aber komischerweise reagieren die überhaupt nicht. Ich hupe da. Also, die sehen mich von 20 Meter Entfernung, wie ich da mit 80 km auf die zufahre. Voll durchgedrückte Hupe und die laufen einfach seelenruhig weiter. Also ich würde da schon zur Seite springen oder zumindest mal What the fuck is this? Schreien. The fuck is this? The fuck is this? Ich glaube, das wird noch legendär, dein Das wird roter legendär, Kollege. Das wird legendär. Nichtsdestotrotz. Ja, bleiben wir hier ein bisschen serious, Alex. Ja, während ich schon wieder schön fail beim Fahren, ne? Genau, du sollst nämlich beim Fahren nicht fehlen. Aber das ist mir zu oft passiert in letzter Zeit, ne? Die Bullen verfolgen dich. Ja, das ist ja scheißegal, wenn du in dieses Missionsfeld reinfährst, sind ja Genau, so. oder? Wie weggezaubert, Alex, wie weggezaubert, du, sag ich dir. Nee, 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 du, Dieter, das geht ja auch mal nicht, ne? Also, Mensch, du. Du kannst es nicht sehen. Mensch, Dieter, mach keine Show jetzt, ne? Damals, ne? Da war alles besser. Da hatten wir die Nutten für 20 Cent am Straßenstrich, ne? Geh mal weg, verpisst euch. ACAB. Ich finde es irgendwie voll kiddyhaft, wenn diese ganzen Leute immer ACAB schreien. Kinderhaft, ich weiß nicht. Ja, All Cops are Bastards, aber das machen diese ganzen Scooter-Idioten und Roller-Tuning-Gangster und ach. Die F 15 sind, Ja, die kein Auto immer fahren dürfen. 25er Moped Ja, fahren ja, dürfen ja. und dann immer auf 70er oder so weiter. Ja. 70er Satz und dann fühlen die sich cool und ja. Dann fahren die. Und hier Ey, was ich überhaupt nicht leiden kann, da kriege ich immer ein Raster. Wenn diese Spastis mit ihren schwulen Choppers vorbeifahren und dann auch noch denken, die wären cool. Die gucken mich so an, gell? Nur weil ich die angucke, denken, die wären cool. Aber ich raste aus, wenn ich so einen schwulen Chopper sehe. Der macht mehr Töne, als dass er fährt. Da ist ein U-Boot, Alex. Oh, ich merke gerade, dass ich hart gefailt habe, weil ich denke, es hängt gerade hier irgendwo, oder? Ja, ich bin einfach. Und Leute, da fängt es schon wieder an. Serious Gameplay. Und ich fail gerade schon wieder richtig hart.
natürlich wie immer. Kevin kann nicht. Nein, aber ihr merkt ja, ich bin ja schon ernster als sonst. Zumindest die paar Leute, die unsere Videos geguckt haben. Die Videos kann man auch im Nachhinein gucken, so ist ja nicht. Stimmt. Da wollte ich auch nochmal ein schönes Dankeschön da lassen an den Leuten, die uns abonniert haben und auch mal diese Arbeit wertschätzen, die wir hier für euch bringen. Ist ja nicht so, dass wir kein Privatleben hätten oder so. Naja, gut. Nein, ja gut, Pia hat keins. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt mal weiter hier. Nein. Pierre, du Mensch, du. Ich glaube, das ist auch Standard, was ich hier mal bringe mit diesem Mensch, du, gell? Ja. Die Leute werden sich denken, was ist das für ein Idiot? Ach, ich liebe das, wenn die Leute... Ah, warte mal, ich muss den umnieten. Pierre, oh nein. Verpiss dich. Warte, wir müssen den bearbeiten. Ja, mache ich doch gerade. Der darf nicht weitergeben, dass ich auf dem Schiff bin, sonst jagen die mich so. Hat das schon das Geld fallen lassen? Weil ist Alex so Geld fixiert? Scheiß mal auf die Mission, aber auch Hauptsache, der hat Geld fallen lassen. Ist wie so eine Nutte. Geld steht im Vordergrund, gell? Ja, du. Alter, ich wäre beinahe draufgesprungen. Das wäre noch fail gewesen. Ja, aber ist halt gestorben. Nein, von der Höhe verreckt er schon nicht. Ey, das ist ja geil. Geilo, Milo. Wow, begib dich zum Abholpunkt. Yeah. Guck mal, wie verrostet das Schiff ist. Geht ja mal gar nicht klar. Was mache ich hier? Ich krieg Augenkrebs. Nee, aber Alex, ich muss dir auch mal sagen, Props an dich, dass du das hier managst für uns und so, ne? Ich meine, da könnten die Leute ruhig mal so in die Comments so ein Alex, du bist ein genialer Bratwurst-Gangster, Motherfucker, Mais in der Kacke-Gangster. Pierre ist offline. Ja. Das finde ich auch schwul. Warum sieht man, das sieht man dann im Let's Play, gell? Wie Pierre da so rumgefällt hat. Ja, Pierre online, offline, offline, online. Schalt es mal aus. Junge, schreib mal alles in die Kommentare, ob wir fail sind, ob wir nicht fail sind, ob, keine Ahnung. Ob ich, vor allem, ob ich eine Kifferstimme habe, ob ich eine erträgliche Stimme habe oder ob ich mich aufhängen soll, weil meine Stimme einfach kacke ist und ich euch tierisch auf den Penis gehe. Nicht? Oh ja. Meinst du so Leute wie Pia? Ja. Und deswegen die ganze Zeit bis ein Connection-Probleme haben und die ganze Zeit. Ja. Die ganze Zeit Verbindungsprobleme haben und deswegen die ganze Zeit so scheiß Bild und scheiß EL, aber selbst schuld, ey. Egal, wir sind hier total übersteuert. Bleib mal locker jetzt. Bleib mal flauschig. Du bist übersteuert. Nein. Wenn ich irgendwas schreie. Kollege, bleib mal flauschig, ja? Ja, komm, jetzt fahr das Ding mal nach Hause. Kann man Licht ausmachen? Nein. Oh, doch. Fernlicht. Guck mal, die haben hier unter Wasser auch Fernlicht. Mega. Lag for the win. Ich habe gerade gemerkt, dass wir in unserer inkompetenten Spielweise gar nicht gecheckt haben, was gerade so storymäßig Sache war. Ja, wir hatten hier gerade von wegen, ich bin der Babo und, und Pierre hat schlechtes Internet und so, Scherz. Ich hatte schlechtes Internet, es ist zu arm, sich ein LAN-Kabel 20 Meter zu kaufen, das ist ein Unterschied. Ja, stimmt, hast recht. Für schlechtes Internet kann er ja nichts. Nur weil sein Vater Telekom-Fanboy ist, kann er ja nichts. Fanboy? Ich höre mal, dein Vater kommt mit so T-Shirt und so, Iron Maiden, yeah. So Dosenbier 5.0, Iron Maiden. Der hat so Vollbart, da hängt noch so Käse drin. Ja, bist du Iron Maiden! Auf jeden Fall dürfen wir mit dem U-Boot fahren, das ist schon nur fest und ist geil. Nee, nichts gegen Iron Maiden. Geht so, klar. Jetzt schiebt man deine Karo. Ich merke auch, dass ich gerade fail fahre, tauche. Aber ich glaube, die haben hier unten, merkst du auch schon, das ist eine schöne Landschaft eigentlich. Hier liegen auch so. Ja, klar, aber du musst mal überlegen, das kostet ja auch wieder Programmierzeit und so Scheiß. Die hätten auch einfach so eine richtig billige... Ja, einfach nur Sand. Ja, meine ich ja. Da sind auch ab und zu mal Fische und so. Siehst du diesen gelben Kreis oder bin ich wieder auf Drogen? Du bist auf Drogen. Oder meine Augen sind Nein, kaputt. Das ist das Ziel, du Vogel. Siehst du das auch? Ja.
Also sind meine Augen okay? Ja, du musst da hinfahren, genau. Sehr schön. Sehr gut. Ich hasse das. Jawohl. Schön. Kein Mensch braucht hier Licht. Für was Licht? Scheiß auf Licht. So, jetzt kommt das. Ist irgendwie schon chillig. Ich würde gern Azubi als Azubi machen. Ich würde gern eine Ausbildung als Bildner machen, ja. Das wäre geil. Das wäre geil. Komm, jetzt fahr da hin. Ist kein Stress. Okay, Sir. Ja, Sir. Ich bin auf der Crane. The surface and I'll bring you shoreside. Alright. Ja, man sollte ein bisschen ruhig sein, wenn die Story ist. Wir wollten ja was davon mitbekommen. Natürlich. Aber das ist schon geil gemacht, was die da abziehen, oder? So mit Kran und. Geht schon klar, gell? Komm mal auf das Wasser. Komm mal auf diese gescriptete Scheiße hier, aber das sieht richtig nice aus eigentlich. Ja, Mann. Auch das Wasser, die Oberfläche. Die Wellen und so. Also jetzt haben die ernsthaft vorher diesen Dings ausgekundschaftet? Ja. Haben jetzt das U-Boot geklaut? Mhm. Nur das U-Boot zu klauen? Oder haben die noch mehr was vor? Nein, die wollten hauptsächlich gucken, wo Wachen auf dem Schiff sind und ja. Aber irgendwie ist das Fail, weil sie das Schiff hier wieder befallen wollen, was genau hier am Hafen ist. Oder ich habe da wieder so eine Logiklücke. Du hast eine Logiklücke, denke ich mal. Ich denke mal, die haben das alles ausgekundschaftet, um das U-Boot zu klauen. Aber, ja, wird schon genug wert sein. Egal. Weiter geht's. Bring das Tauchboot zum Lager aus. Richtig so. Oh, ich hasse das mit diesen komischen LKWs zu fahren. Ich bin so... Du kriegst... Warum spielst du Gammel Games auf dem PC, wo man mit dem LKW... Warum sagst du dann Gammel selber? Nein, nein, nein. Da muss schon was dran sein, dass es Gammel ist. Also... Fakt ist, es ist ein Gammelspiel, Leute. Es heißt Fail Simulator Fail. Halt die Fresse, Kevin. For Bobs and Lame Guys. Deine Mutter ist ein Lame Guy. 50 Spielstunden. Alter. Ey, vielleicht können wir das ja mal let's playen. Ja, ich. Das ist das, wo ich mal so testweise immer mache. Oh nein. Guck mal jetzt, ich hätte da reinfahren müssen. Aber weißt du, ich drehe den Spieß um. Ich fahre von der anderen Seite rein. Kein Bock rückwärts zu fahren mit dem Ding, da hängt sich das schon wieder aus. Ja, du kannst doch einfach jetzt rumfahren, hab doch die. Nein! Einfahrt verpasst gehen. Falsche Einfahrt. Ich weiß, aber ich muss mich gerade stellen, um so ein bisschen. Oh nein, oh nein. Ah, Failbock, na. Failbock. Warte, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir fahren einfach geradeaus durch. Oh nein! Warte, das jetzt hier. Das wird eng, ne? Jawohl! Ja! Nein, nein, come on! Jawohl, Alex, jawohl, ich bin ein Genie! Oh nein! Jetzt geh noch eine Runde und dann fahre ich. Ja, geil! Nur weil ich gefailt habe. Ey, das müsste jetzt gehen, oder? Ja, scheiß mal auf die Motorhaube. Jetzt fahre ich gerade rückwärts. Oh nein. Fahr doch nicht rückwärts rein, dreh doch einfach. Nein, ich fahre ja gerade rück, guck mal. Jetzt klappt's doch, guck mal, ich muss da links rein. Habe ich das jetzt nicht profimäßig erledigt? Ja, so würde jeder Fernkraftfahrer genauso in der Situation handeln, ne? Ja, diese paar Kratzer hier. Scheiß mal drauf. So, Floyd, hau ab, sonst gibt's Schläge. Kann man dem jetzt eigentlich eine Haftbombe an den Kopf schmeißen? Soll ich mal probieren? Aber nein, ich kenne das, da kommt wieder Mission fehlgeschlagen, du bist ein Arschloch und so ein Scherz. Ah, nee, lass mal. Was musst du wissen? Ist fertig jetzt oder was? Du kannst auch eine Haftbombe aufs Auto einfach so stellen. Ja, aber dann ist what the fuck. Bestanden, Miniatur-U-Boot, Missionszeit. 50% ist kacke. 50% ist scheiße, heißt Kevin, hat zu lange gebraucht, dann ist es sogar zu wenig. Ja, komm. Ich habe das U-Boot jetzt zum zweiten Mal vielleicht gefahren. Zweimal um den Block gefahren und statt direkt rein. Hey. Das war zweimal. Da hätte man Chamillionär einspielen können, wenn es nicht GEMA geschützt wäre. They see me rolling. They hate it. Weiter weiß ich nicht. Aber das wäre lustig. Warte mal, Steve. Guck mal, man kann nichts machen, was lustig ist. Scheiß. Ja, Mann. Und dann noch dieses Trollface einfügen. Nein, das ist schon abgelutscht, oder?
Ich weiß nicht, so... Deine Mom ist abgelutscht. Ich füge da nichts ein, das dauert ja Stunden. Ja, ja. Das, du gibst dir so einen Scheiß nicht, gell? Ich könnte es machen, aber es dauert halt. Nee, Leute, wir bringen hier Serious Gameplay auf höchstem Niveau nicht. Nicht zu verwechseln mit der Hautcreme. Ja, wieso? Ja, Entschuldigung, kann ich ja nichts für. Soll ich denen jetzt einen Beschwerdebrief schreiben, ja? Macht mal keine Los Santos-Mucke rein. Egal, wait. Der mit dem Schwanz im It is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. Dips und Nutten. Ja, ey, ohne Witz, gell, Trevor denkt genauso wie ich. Ja, also wenn ich es könnte, gerne. Und dafür auch noch Geld bekommen, das ist der wichtige Aspekt, weil umsonst mache ich hier gar nichts, ne? Also... Umsonst ist der Tod und Servietten bei McDonald's, pflege ich immer zu sagen. Jetzt markieren wir uns erstmal, er hat ja gesagt, treffen wir uns am Haus, ne? Sprich, für diesen Überfall ist eigentlich alles chillig-millig geplant. Bloß könnte ich jetzt auch hier erstmal das mit diesem Federal, ach, geh mir am Schwanz lutschen. Ja, vor allem will ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Genau. Ja, aber das wäre viel kürzer hier eigentlich. Nein, mach das jetzt. Okay, Boss. Gut, das ist gut, dass du immer noch bei keinem einer nehmen, dass er sagt, wie die Scheiße zu laufen. Ey, ich bin nicht die Fotze und du der Mann. Andersrum. Fick dich. Ja. Gorilla-Face. Gorilla-Face. Ja, oh, das merke ich mir, du. That, ey, Horst, das merke ich mir, ne? Nein. So ein Wichser. Wieso? Ja, ja, ich merke mir diesen Shit, Motherfucker. Yo, da, komm mal, my crib, nigga. Oh, komm mal. Nee, Scherz beiseite. Okay. Car Wash, hast du das gesehen? Da steht Car Wash, da steht ernsthaft Car Wash, ja. Aber es wird hier gar nicht angeboten. Das ist hier wieder mal ein Fehler in GTA, oder? Ich kann hier halt nirgendwo eine Aktion starten, hier mein Auto waschen zu lassen. Nee, da muss ich halt durchgreifen. Da hub ich den. Da muss ich hier mal die Leute anhuben, ne? Also. Das geht ja mal gar nicht. Will der jetzt mit mir Stress haben oder was? Alter! Alter! Alter, nur weil ich weiß bin. Hä, was macht das für einen Sinn? Das ist Gang, Mann! Hä? Oh, das Scheiße, das ist. Oh nein, das ist eine Gang. Was chillen die at the car wash? Yeah. At the car wash. Was ein Wichser. Scheiß Gang. Alter, ist es auch ne? Ja. Alter. Gib mal ein bisschen Gas, Mann. Ich geb ja schon Gas. Scheiße, Mann. Junge, was ist das für ein Typ? Der kotzt im Auto. Das kann ich mir nicht geben, ey. Zu viel Bier. Wo wir gerade beim Thema sind. Wir waren eigentlich noch nie besoffen in GTA, ne? Ja, natürlich. Selber. Let's Play besoffen spielen GTA 5. Hey Alex, ich hab's den Controller. Hey Kevin, warum nimmst du den Controller in die Hose? Das ist mein Stick. Ja. Das ist mein Stick. Nein. Ja. Bloß nicht dein. Between zu klein. Ja, komm. Ja klar, ist immer so eine. Bleibt in der Familie. So ekelhaft, ach gar nichts. Nein, ich habe mich nur in meinem Schwanz verschluckt. Hast du gehört?